Hey ho und willkommen zu The Outer Worlds. Ich hoffe, ihr findet Gefallen daran und dann geht die Reise auch schon los. Viel Spaß. Genau, das Ding, was wir beschaffen sollten, das haben wir schon relativ frühzeitig gemacht. Das müssen wir jetzt nur abgeben. Wissen aber noch nicht, was genau der damit machen will. Da hat er dann seine Celia immer ein bisschen unterdrückt, was das angeht. Be careful with your new friends in Amber Heights. They're not the most reliable types. Anyway, what can I do for you? Ich habe deine Evaluierung auf dem Terminal vom IAS-Gebäude gefunden. You weren't supposed to look. I asked you to delete it. Tut mir leid, sie war schon geöffnet. Du hättest mir sagen können, was auf dem Terminal war. Klar, ich habe dein Chaos beseitigt und dabei Raptitan-Horden bekämpft. Hättest mir sagen können, was auf dem Terminal war. Yes, but then you would have known. This has been my albatross. The great shame of my career. I give MSI everything. My work, my youth, my left kidney, and for years, I was a joke to them. Deine linke Niere, wow. Wen interessiert, was die denken? Du hast jetzt das Sagen. So viel steht jedenfalls fest. Wen interessiert, was die denken? Du hast jetzt das Sagen. In charge of a scrap heap of a city. Abandoned by the board and surviving only through the hypocrisy of our trading partners. Ja, ist richtig. Und du hast alles zum Laufen gebracht. Das ist mehr, als irgendeiner deiner Manager von sich behaupten könnte. Wenn du es so ausdrückst, hört es sich schon ziemlich armselig an. Ja, du hast aber, wie gesagt, wirklich alles zum Laufen gebracht. I hadn't thought of it that way. But perhaps there's something to that. Thank you for that. Was there something else? Ja, ich habe das Datenmodul gefunden und die Daten für dich gelöscht. Oh yes. I'm going to be up all night with this. All those blanks waiting to be filled, boxes waiting to be ticked. Try to control yourself, sir. Have you any idea how powerful this is? Corporations have been toppled with less. Mhm. Wie genau soll uns das Datenmodul weiterhelfen? Du hast es klingen lassen, als würdest du mich auf die Jagd nach einer Waffe schicken. Wie genau soll uns das Datenmodul weiterhelfen? Das mit der Waffe ist mir klar. Auch Informationen können Waffen sein. What a question! Bureaucratic micromanagement is the only way anything gets done in Halcyon. And proper documentation is a key part of that. For our part, a bill of liquidation slash transfer form 52 will protect our holdings on Monarch by temporarily assigning them to a pass-through entity once we drop our bomb on the board. Okay. Ja, endlich kriegt der Vorstand seine Quittung. Erspar mir die Details, sag mir, was als nächstes ansteht. Hört sich eher nach einem Briefbeschwerer an. Also willst du wirklich gegen den Vorstand vorgehen? Mach dich nicht lächerlich. Na, machen wir mal. What Mr. Nandi means is that we have some rather momentous information to deliver to the board. Or we will, with your help. Ah, ich verstehe. Ich höre. I have reason to believe that one of the other corporations is operating on Monarch. Illegally and in secret. Is it really illegal if the board's the one that makes the rules in the first place? If we can find proof, I can use that as leverage to encourage certain powers that be to accept our Bolt 52 and reinstate us on the board. Sonja, du gerissener Hund. Ha? Was bedeutet das für mich? If someone is operating here, then Catherine's almost certainly supplying them out of Fallbrook. Perhaps she could be convinced to tell you where they are.
Okay, tatsächlich habe ich ein Datenmodul mit Details zu den geheimen Experimenten von Uriel gefunden. Ich weiß, wie man Leute zum Reden bringt. Klingt so, als würdest du sie selbst gut genug kennen. That's part of the problem. She has certain ambitions for Stellar Bay. And I fear my asking her would give her the leverage she's been looking for. Don't get yourself worked up, sir. It's perfectly natural to have a healthy fear of her. We really don't need to discuss this now, Celia. Ich weiß, wie man Leute zum Reden bringt. Also, ich gehe nach Fallbrook und finde den Standort der illegalen Konzernanlage. Und dann? Once you subtly work out where this corporate facility might be, bring back proof of its operation. Maybe some nice letterhead. Or someone working there. That would do it. Okay, wie wäre es mit diesem Datenmodul über UDL geheime Experimente? Ich denke, ich weiß schon, wo diese Einrichtung sein könnte. Eine geheime Konzernbasis infiltrieren und einen Mitarbeiter entführen. Klar, kein Thema. Ich kümmere mich darum. Ich weiß nicht, ob ich das Datenmodul mit den UDL-Geheimnissen erwähnen sollte. Bin ich mir gerade sehr unsicher. Ich denke, ich weiß schon, wo diese Einrichtung sein könnte. Ja, ja, die UDL-Basis. I knew you were the right person for the job. I suppose I'll leave you to it. Okay. Ich glaube, das ist aber schon der Abschluss da davon. Dass ich dem das Ding gebe. Na, ich gehe mal das Risiko ein und gebe es ihm. Excellent timing on your part. I worked my fingers to nubs, but I finally completed the Bolt 52 form. I dare say it will be my second greatest achievement after the reformations. You're getting ahead of yourself again. So I am. Do you have this cartridge? In der Tat. Hier bitte, nicht so schnell. Von welchen Reformationen sprichst du da? Reformationen, was? Willst du eine Kirche gründen? Oh, habe ich etwa von einem Datenmodul gesprochen? So nenne ich eigentlich nur meine linke Titte. Echt jetzt? Wenn ich es mir recht überlege, vielleicht habe ich es auch nicht. Nicht so schnell. Von welchen Reformationen sprichst du da? I'm working on a plan to reorganize the board. Slowly, peacefully and with meticulous documentation. I don't know what you think you're gonna accomplish. I'd just as soon reorganize it into itty-bitty pieces with a really big gun, but you just keep being you. You can't build anything that way. What's the point? It's fun? Nonsense! There's nothing more invigorating than a well-developed 10-year plan. But truly, I am getting ahead of myself. First, I need to submit the Bolt 52. With that data you're holding, of course. Mhm. Wenn ich es mir recht überlege, vielleicht habe ich es auch nicht. Kann ich auch einfach? Nee, ich kann das Gespräch nicht abbrechen. Vielleicht habe ich es auch nicht. I don't understand. Where is it? Tja, macht keinen Spaß, wenn man in die Irre geführt wird, was? Is this about the Bolt 52? Please, I wasn't trying to mislead you. Anyway, I don't think I can handle this back and forth. I'm used to crushing disappointment, but not after having reason to hope. That makes it all considerably worse. Ich will mehr darüber wissen. Ach, ich kann gar nicht anders. Immer mit der Ruhe, hier ist das Datenmodul. Also gebe ich es ihm definitiv. I knew there was something going on. This is exactly the proof we need. The board will have to welcome us back now. I'll transmit this data along with the completed Bolt 52 right away. After that, we'll sit back and quietly wait for the board to respond. That means no more broadcasts from us. Okay. Habe ich quasi zwei Quests am Stück abgeschlossen, weil ich schon in der Base war.
Scheint mir jetzt aber keinen Nachteil gebracht zu haben. Ich habe jetzt nicht genau aufpassen können. Ich muss erst mal kurz gucken hier. Es ist nichts verbockt. Okay. Okay. In der Stadt haben wir nichts mehr. Ja gut, dass die beiden sind halt ganz woanders. Das hier ist Hauptquest. Das ist Fallbrook. Okay, ich würde gern Schnellreise zu Ember Heights. Kann ich? Kann ich. Und da sind wir wieder. In Ember Heights. Sehr schön. Und hier haben wir das hier. Kleine Andenken. Kleine Andenken ist Ash, ein alter Veteran der Bar von Ember Heights, hat dich gebeten, ein Kästchen mit Andenken seiner alten Söldnereinheit zu finden. Ja. Nur so eine kleine Nebenquest. Geben wir ihm mal das Kästchen. Hallo. If you got in your mind that I want company, you're wrong. Nothing on this moon for nobody. There's a lot of heartbreak. Okay, was ist deine Geschichte? Ich habe Lamonts Leiche gefunden. Ja, das mit der Geschichte hatten wir, glaube ich, schon mal. Da wollten wir uns, glaube ich, nie wirklich was sagen. Aber ich habe Lamonts Leiche gefunden. You know, a tiny part, a damn stupid part of me hoped he was still out there. What happened? Sie haben sich ein Ticket von dem Planeten runtergekauft und wurden angegriffen, als sie darauf gewartet haben, dass man sie abholt. Die Details kenne ich nicht. Ich fand nur einen Haufen Leichenteile. Sie waren nachlässig. Scheint, als hätten die Mantisaurier sie gekriegt. Okay. Nee, die komplette Geschichte hat er verdient. Damn. Well, you find our box of memories? Habe ich. Tja, die Sache ist die. Ich habe eine Mitgliederliste in dem Außenposten gefunden. Du stehst da nicht drauf. Habe ich, bitte sehr. Yep, ich habe Glück, dass ich noch am Leben bin. Das wäre interessant. Mitgliederliste im Außenposten gefunden und du stehst da nicht drauf. Well, ain't you clever? Fine. I was supposed to pick him up that night. Thing is, another offer came along. Bit more lucrative. Verstehe. Du hast sie im Stich gelassen. Die sind da draußen gestorben. Ich verstehe schon. Ehrlich gesagt, hätte ich wahrscheinlich das Gleiche getan. Lass mich raten, in dem Kästchen sind keine Erinnerungsstücke. Surely ain't, but it'll buy me some better ones. Look, I like your gumption. I was gonna share the bits, but here's a couple extra. Now go on, leave an old man to his past. Okay, ich verschwinde. Ich hätte die Bits behalten sollen. Also ist Ash nur ein mieser Drecksack. Schade, dass ich ihm mit der Aussage automatisch auch das Kästchen gegeben habe. Er ist ein mieser Drecksack. I'm drinking here. Move yourself on. Nothing on this moon for nobody. There's a lot of heartbreak. It's pretty simple, kid. I sit at the bar, I drink. Ja, das hatten wir ja schon. Du sagtest, du warst schon auf dem ganzen Mond. Du musst doch ein paar Sachen wissen, die sonst keiner weiß. Ich wette, ich vertrag mehr als du.
Okay, ich kann dir eine Flasche kaufen und sie dir über den Schädel ziehen und nenn mich nicht kleiner. Ich hörte jemanden sagen, du wüsstest am besten über den echten Monarch Bescheid. Ich werde dich vertrag mehr als du. Kid, I ain't got but half a liver left. And what's there don't work so good. And I can still drink you under the table. Look, you want to buy the drinks? I'll do my bit to keep you entertained. Just don't ask me to dance. 20 Bits bezahlen, wie wär's mit noch einem Drink? I can't repay no kindnesses now. Alright, so. I reckon one of the most interesting places I've been is the Hot Pole. You know what that is? Ich kann es mir vorstellen, der heißeste Ort auf Monarch ist wahrscheinlich am nächsten an Olympus dran. Exactly. This moon ain't big enough to rotate. It's locked. One side always facing Olympus, the other always facing away. Olympus might not be a star, but it throws off ass loads of heat. Monarch's hot pole is the part that's closest to the gas giant. It's in the middle of this big mountain plateau. Volcano's so high, the peaks are in space. Okay, wenn es da keine Luft gibt, wie hast du denn da überlebt? Also ist es dort heiß, es ist ganz weit oben und es gibt keine Luft da, oder zumindest wenig. Aber eine hübsche Aussicht. Klingt, als wäre dort echt langweilig? Achso, ja, ja. The funny thing is, then in the middle there's just smooth rock. Circular-like. All the dust blown away. Pale gray with hair fine cracks all over. I don't know what I was thinking. Maybe I was lightheaded from the O2. But I felt like I had to take off the breather for a moment, put my ear to the ground. Es ist da heiß genug, das Wasser kocht. Und du legst dein Ohr an einen Fels? I did get a burn on the lobe before I smartened up. Put a towel under me. It was at the edge of hearing. Deep down. Far off. Irregular. Tap, tap, tap. Tap, tap. Tap, tap, tap. The sound of a bird pecking out of a shell. Aha, das hast du dir noch ausgedacht. Da hast du mich echt drangekriegt. Gute Geschichte, den Drink war es wert. Boah, da gefriert einem ja das Blut in den Adern. Was soll das bedeuten? Hell if I know. When there is a groundquake now, I hold my breath. Because I don't know if it's Olympus squeezing us for gravity or wings getting stretched. Okay, interessant. Das heißt, an dem Punkt gibt es irgendwas, was ich wahrscheinlich töten kann, und dann kriege ich auch irgendwas. Achso, wir haben es ja mal wieder geschafft. Hacken, Schloss knacken. Euch wollte ich ja auf 40 bringen, alle beide. Und den Rest gibt's ins Schloss knacken. Sehr gut. So, Karte. Zora und die Mörder. Das wird jetzt nochmal interessant. Genau, du hast ein verdächtiges Datenmotto gefunden. Das könnte es sein, was Zora sucht. Ja. Und konnte damit auch einiges über Zora erfahren und dem Drumherum. Hey. Welcome back. You find anything out there? Oh ja. Nur ein Haufen Schrott, alte Datenmodule und so. Ich habe ein Boxdatenmodul gefunden. Let's see. These are old. Looks like correspondences between the pirates. Some bits here, some there, some. Wait. This.
This one's got the Amber Heights gate code on it, just like the one I found earlier. And here's a letter. Wait, this is from Graham. Oh, of all the... Captain, he gave them the gate codes. Ist für den Angriff verantwortlich. Graham ist jetzt nicht für seine Rationalität bekannt. Er musste wohl die Manager unbedingt ausschalten. Ist für den Angriff verantwortlich. Yeah. He did. He really did. I know he's got his head in the clouds, but I always believed there was a core of good there. What the hell happened to live and let live? Thank you for bringing this back, but I need some time. I gotta think. I'll let you know if I figure something out. Oha. Go take a walk, Captain. I'll find you once my head's on straight. Okay. Zora, zu dir muss ich nochmal zurückkommen. Zwangsläufig. Graham? Ah, hello. You're still alive. Überrascht? Ich weiß, dass du für das Amber-Heights-Massaker verantwortlich bist. When I founded the Iconoclasts, I did so amidst the ghosts of this planet's past. Since then, many have asked me, why here? Were you involved in the massacre? Was that some gruesome plot to clear a path for my dreams? My response to you is the same as to all others. The death of MSI was an incidental tragedy. I'd have walked this path with or without it. Du weißt mir aus. Du hast Piraten auf Unschuldige angesetzt. Das glaube ich nicht. Sie wollten den Planeten verlassen, aber du hast sie trotzdem umgebracht. Wie kannst du damit leben? Du hast sie ermordet. Das glaube ich nicht. I did no such thing. Their deaths came in the night while I slept in Stellar Bay. And regardless, we're discussing a past long since left behind. Those ghosts still haunt me. But they needn't curse my people. When the entire colony has embraced our truth, perhaps then the perpetrator will come into the light. Until then, it does us no good to dwell on past mistakes. Du bist ein mieses Dreckschwein. Aber warum hatten sie den Tod verdient? Nur der intellektuellen Debatte halber. Warum könnte der Übeltäter es getan haben? Ich schätze, das ergibt Sinn. Es war vor langer Zeit in Silbzeben, ja. Na schön, tu weiter so, als wäre alles in Ordnung. Als würden deine Leute dir einfach so verzeihen. Someday judgment will pass on us all, Captain. The universe aligns itself even as we speak. For now, our sights must remain on spreading our message. Let us speak no more of this. Du mieses Dreckschwein. Ohne dich hätte es die Situation nie gegeben. Und er verleugnet es dann auch sich gegenüber. Das ist so finster. So, damit haben wir aber vorerst zumindest hier drin nichts mehr. Fallbrook ist aber noch da. Dann reisen wir da mal hin.